Willkommen bei Segelbob. Wer mich schon etwas länger kennt, der weiß, dass ich den Arbeitsschutz zumindest bei mir mit an erster Stelle stehe, da ich der Meinung bin, die eigene Gesundheit ist sehr, sehr wichtig. Und zum Arbeitsschutz gehören auch vernünftige Schuhe. Letztens hatte ich euch schon mal die Arbeitsschutzschuhe von Andanda vorgestellt. Hier sind die nochmal. Die habe ich jetzt schon über mehrere Monate getragen im intensiven Einsatz und die funktionieren immer noch. Und diese sind schon sehr modisch und jetzt hatte sich erst vor kurzer Zeit bei mir wieder der Hersteller gemeldet und gezeigt, dass es auch noch modischer geht in Sachen Arbeitsschuhe und die möchte ich euch mal nicht vorenthalten. Die hat mir der Hersteller zugeschickt zum Testen und ich bin der Meinung, sowohl aus weiterer Entfernung als auch von nahem sind diese von normalen herkömmlichen Schuhen gar nicht mehr zu unterscheiden. Ja, ihr kennt vielleicht gerade die Arbeitsschutzschuhe im unteren Preissegment, die man gerade in vielen Baumärkten findet. Dort sieht man deutlich, dass das Arbeitsschutzschuhe sind, aber es geht auch vom Design her wesentlich besser. Natürlich steht die Schutzfunktion immer an erster Stelle und es spielt da keine Rolle, ob man da jetzt etwas teurere Schuhe trägt oder auch günstigere Arbeitsschutzschuhe. Hauptsache man trägt welche, damit die Füße stets gut geschützt sind. Ich habe mir mal ein paar Notizen zu den Schuhen gemacht. Hier vorne befinden sich zwei Stahlkappen drin und die sollen einen Druck von bis zu 1,5 Tonnen aushalten. Dann sind die Schuhe atmungsaktiv und rutschfest, antistatisch. Und wie ihr vielleicht hinten schon seht, sind hier auch so eine Dämpfer eingebaut und die Sohle soll so aufgebaut sein, dass wenn man hier auf den Nagel tritt, dieser nicht dann durchgeht und die Füße verletzt. Und was habe ich noch? Wasserabweisend sind sie auch noch. Ich werde die jetzt mal anprobieren. So sind sie bequem. Und ihr seht, ich habe ja noch gerade die anderen Arbeitsschuhe von Andanda. Die sind zwar dreckig, aber im Großen und Ganzen sind die permanent im Dauereinsatz und bisher zeigen die noch keinerlei Schwächen. Dann würde ich mal erste Gehversuche vornehmen. Jetzt nach ein paar Metern ein erstes Fazit zu schließen wäre falsch. Daher werde ich die jetzt mal so ein bis zwei Wochen lang kontinuierlich anziehen und mal schauen, wie sich diese Arbeitsschutzschuhe in einem moderneren Design so machen. So, ich habe die Schuhe jetzt über zwei Wochen lang getragen, permanent, auch bei hauptsächlich Regenwetter. Gut, wir haben gerade April, das ist ganz normal, aber ich kann mich bisher nicht beschweren. Ich muss dazu wirklich sagen, die Schuhe sind sehr bequem, hätte ich so nicht gedacht. Was auch auffällig ist, ist die Sohle hier im Innenbereich und auch die Außensohle, ja, die dämpft wirklich die Schritte etwas ab, das ist sehr angenehm. Auch beim Autofahren sind sie bequem und hier nochmal im Detail, es gibt keinerlei Abnutzungserscheinungen. Anfangs hatte ich gedacht, bei nassem Wetter hier, dass der Stoff etwas beansprucht wird, aber auch das ist nicht der Fall. Sie werden innen drinnen nicht nass, sie sind schön atmungsaktiv und man kann von hinten wirklich bequem hineinschlüpfen. Natürlich müssen die Schuhe langfristig auch noch zeigen, was sie können, wenn man die Schuhe erstmal über mehrere Monate trägt oder auch mal über ein Jahr. Und jetzt noch ganz unabhängig vom Hersteller. Denkt auch immer an eure Arbeitssicherheit bei den Füßen, egal welche Arbeiten ihr jetzt durchführt. Macht das jetzt nicht barfuß oder mit Sandalen, denn ist der Fuß erstmal verletzt, heilt er sehr langsam wieder aus oder ist er sogar stärker beschädigt, dann lässt sich der ein oder andere Knochen mitunter nicht mehr ersetzen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.